Schau dir dieses Video bis zum Ende an, denn es ist sehr wichtig. Wenn du an der Challenge teilnimmst, die ich dir heute vorschlage, wirst du dich nachher gut fühlen und du wirst dein Ergebnis noch viele Jahre nachher bestaunen können. Das da hinten ist mein Weihnachtsbaum. Der befindet sich in einem Topf. Ich pflanze den dann nachher in meinem Garten ein. Wenn du meine Videos kennst, weißt du, dass es auf meinem Kanal primär erstmal um giftige Tiere, so Schlangen, Spinnen und so Zeug geht. Und vielleicht fragst du dich, was zur Hölle ich mit diesem Baum vorhabe. So ein Baum bildet, wenn er erstmal groß ist, einen Lebensraum für mehrere tausend Tierarten, wie zum Beispiel Insekten, verschiedene Arten von Vögeln, Säugetieren und so weiter. Außerdem ist ein ausgewachsener Baum in der Lage, innerhalb eines Jahres im Durchschnitt um die 10 bis 15 Kilogramm CO2 zu binden. Jetzt musst du dir mal vorstellen, was für positive Auswirkungen es hätte, wenn wir alle zu Weihnachten uns einen solchen Baum im Topf kaufen würden und ihn später einpflanzen würden, anstatt einen Baum absägen zu lassen, ihn dann ins Wohnzimmer zu schleppen und ihn buchstäblich beim Sterben zuzusehen, während wir dann auch noch fröhliche Lieder dazu singen. In nur einem einzigen Jahr wäre ein ganzer Wald angelegt. Wir hätten eine riesige Fläche an Lebensraum in Summe zur Verfügung gestellt. Wir hätten etwas gegen den Klimawandel und für unsere Kinder getan. Ja, ich habe zwar selber jetzt noch keine Kinder, ja, aber irgendwann mal werde ich wahrscheinlich auch so ein Projekt in Angriff nehmen mit einer Frau. Jedenfalls hätte das viele positive Auswirkungen auf die Natur und wahrscheinlich hätte es auch wirtschaftlich gesehen positive Auswirkungen. Aus diesem Grund möchte ich alle, die dieses Video sehen, dazu motivieren, auch einen solchen Baum im Topf zu kaufen und ihn dann später einzupflanzen. Du kannst den Baum dann über Weihnachten diese 2 bis 3 Tage auch in der Wohnung lassen und ihn schmücken, wenn du willst. Danach solltest du ihn aber nach draußen stellen und wenn es dann wärmer geworden ist, irgendwann im Frühling, kannst du den Baum auch an einer von dir ausgewählten Stelle einpflanzen. In deinem Garten kannst du pflanzen, was du willst, Hauptsache es wächst. Wenn du vorhast, einen Baum irgendwo in der Natur zu pflanzen, solltest du dich vorher bitte vergewissern, dass du nur eine Baumart einpflanzt, die dort auch von Natur aus vorkommt. Notfalls fragst du bei der regionalen Forstbehörde nach, mehr musst du eigentlich gar nicht beachten. Und in ein paar Jahren kannst du zurückkehren zu deinem Baum und schauen, wie groß er geworden ist. Lasst uns alle etwas gemeinsam für die Natur tun. Teile dieses Video mit deinen Freunden und versuche so viele Leute wie möglich dazu zu inspirieren, auch einen solchen Baum im Topf zu kaufen und ihn dann einzupflanzen. Schöne Feiertage und frohe Weihnachten. Bis bald.